herzlich willkommen zum technischen Einführungsvideo der neuen YZF-R1. Mein Name ist Adolf Niedermeyer. Ich bin in Deutschland zuständig für die Erstellung von Schulungsunterlagen und die Durchführung von technischen Lehrgängen an Yamaha-Motorrädern. Die YZF-R1 ist eine kompromisslose und reinrassige Sportmaschine. Durch ihre Leichtbauweise und besondere Leistungscharakteristik vermittelt sie ein Fahrgefühl, das bisher nur von Rennmaschinen bekannt ist. Die YZF-R1 wurde von Yamaha völlig neu entwickelt. Dabei wurden Verfahren angewandt, die bis heute in der Großserienfertigung nicht üblich waren. Die Maschine ist mit einem neu entwickelten 5-Ventil-Viertakt-Reihenmotor ausgerüstet, dessen leichte und kompakte Bauweise einen besonders kurzen Radstand ermöglicht. Das superleichte Fahrwerk ist eine Weiterentwicklung des bewährten Delta-Box-Prinzips und heißt Delta-Box 2. Der Zweck dieses Videos ist, Sie mit den technischen Besonderheiten der YZF-R1 vertraut zu machen und Ihnen dabei zu helfen, guten Kundendienst zu leisten. In diesem Zusammenhang werden wir auch auf die Übergabeinspektion eingehen, da der erste Eindruck, den ein Kunde von seinem neuen Motorrad bekommt, sehr entscheidend für seine weitere Zufriedenheit ist. Dieses Video wurde aufgenommen, um Sie mit der Technik der neuen YZF-R1 vertraut zu machen, soll aber nicht die Bedienungsanleitung oder das Reparaturhandbuch ersetzen. Falls Sie technische Einzelheiten wissen wollen oder Fehlersuche betreiben, verwenden Sie bitte die entsprechenden Unterlagen. YZF-R1, technischer Überblick. In der Hauptsache behandeln wir in diesem Film folgende Themen: Motor, Fahrwerk, Elektrik und die Übergabeinspektion. Fahrwerk und Motor wurden von Grund auf neu entwickelt. Es handelt sich bei dieser Maschine also keineswegs nur um ein überarbeitetes Modell, das mit ein paar kleinen Änderungen aufgewertet wurde. Die YZF-R1 setzt neue Maßstäbe für alle zukünftigen Sportmaschinen. Sehen wir uns den Motor einmal genauer an. Es handelt sich hier um einen Typ mit 5 Ventilen, 3 Einlass- und 2 Auslassventilen pro Zylinder, also insgesamt 20 Ventilen. Aufgrund der kleinen Ventilschäfte und des engen Ventilwinkels können der Verbrennungsraum kleiner und der Zylinderkopf kompakter gehalten werden. Das Verdichtungsverhältnis von 11,8:1 führt zu einer deutlich verbesserten Verbrennung und damit zu einem saubereren Kraftstoff-Luftgemisch und letztendlich schließlich zu höherer Leistung. Für die Einstellung des Ventilspiels müssen die Nockenwellen ausgebaut werden. Vor dem Ausbau sind jedoch die Messungen zur Ventilspieleinstellung vorzunehmen und die Nockenwellen-Einstellmarkierungen auszurichten. Weitere Informationen und Daten können Sie dem R1 Service Manual entnehmen. Um die Haltbarkeit der Einstellplättchen zu verlängern und die Wartungsfrequenz zu reduzieren, sind diese unter dem Stößel angeordnet. Die Nockenwellen sind hohl und aus extrem widerstandsfähigem Material. Ihre Antriebskette befindet sich auf der rechten Seite des Motors, sodass die Kurbelwelle für diese Maschine leichter und schmaler ausgelegt werden konnte als für Maschinen mit mittig angebrachter Antriebskette. Die Nockenwellen sind vor dem Wiedereinbau zu schmieren. Die geräuscharme Zahnkette der Nockenwelle vermindert die Reibung und sorgt für höhere Laufruhe. Das System verfügt über eine automatische Kettenspanneinrichtung, wodurch der Wartungsaufwand weiter reduziert wird. Die Zylinderwand ist mit einem Keramikverbundmaterial beschichtet, das sich als ausgesprochen verschleißfest erweist, die optimale Hitze ableitet und somit höchste Leistung garantiert. Die Zylinder und das obere Gehäuse sind aus einem Stück gefertigt. Dadurch gewinnt die Maschine an Stabilität, die Kühlung gewinnt an Effektivität und gleichzeitig wird Gewicht eingespart. Die Verwendung eines kurzen, geschmiedeten Kolbens mit dünnwandigem Kolbenbolzen ermöglicht die Reduzierung von Kolbenhubmasse und Kolbenreibung. Der Kolbenboden und der oberste Kolbenring sind verstärkt worden und für das Verdichtungsverhältnis von 11,8:1 ausgelegt. Die Pleuelstange zeichnet sich durch hohe Stabilität und zur Reduzierung der Kurbeltriebmasse durch geringes Gewicht aus. Durch die Wärmebehandlung der Pleuelstangenoberfläche konnte die Festigkeit des Pleuels um 25% gesteigert werden. Die leichte Struktur der Kurbelwelle reduziert die Motormasse und ermöglicht eine schnellere Gasannahme. Das Antriebsritzel der Nockenwellenantriebskette ist an der rechten Seite der Kurbelwelle angebracht, um die Kurbelwelle schmal zu halten und die Demontage der Antriebskette zu erleichtern. Wenden wir uns nun der Kraftübertragung zu. Das Schaltgestänge wird durch den Rahmen geführt, um es so kurz wie möglich zu halten und die Anzahl an Umlenkungen zu verringern. Die kurzen Wege des Schaltmechanismus vermitteln ein besseres Schaltgefühl.
Verbesserte Haltbarkeit war ein wichtiger Aspekt bei der Wahl der Abmessungen des neuen, eng abgestuften Sechsganggetriebes. Die Getriebeeingangs- und Ausgangswellen sind übereinander angeordnet, wodurch die Länge des Motors reduziert wird. Ein Geschwindigkeitssensor leitet Informationen über die Geschwindigkeit des Hinterrades an die Zündeinheit weiter, welche das Exap-System und den Tachometer steuert. Acht Kupplungsscheiben und sieben Stahlscheiben kommen in der Kupplung der R1 zum Einsatz. Die Außendurchmesser der Kupplungsscheiben sind um 16 mm größer als diejenigen des Vorgängermodells YZF 1000. Um ein direkteres Schaltgefühl zu erreichen, wird die Kupplung durch einen Bautenzug betätigt. Wegen der hohen PS-Leistung kommt eine VMAX-Tellerfeder zur Verwendung. Dieser Federtyp bewirkt eine leichtere Kupplungsbetätigung. Dadurch ermüdet der Fahrer nicht so leicht. Der Anlasser der R1 basiert auf einer Freilaufkupplung, die auf der Rückseite des primär angetriebenen Zahnrades sitzt. Der Anlassermotor ist klein und leicht und trägt damit zur kompakten Bauweise des Motors bei. Die R1 hat ein Nasssumpfschmiersystem, bei dem sich das Motoröl im Kurbelgehäuse befindet. Öl- und Wasserpumpe sind jeweils integriert und befinden sich im unteren Teil desselben. Beide Pumpen werden von einer Welle angetrieben, die wiederum über eine Rollenkette von der Kupplung angetrieben wird. Die Sicherheitsbohrung der Wasserpumpe befindet sich im unteren Teil der Ölwanne. Ein vollständiges Diagramm des Schmier- und Kühlsystems finden Sie im Service Manual. Um Platz zu sparen und den Radstand der R1 zu verkürzen, ordneten die Yamaha-Ingenieure den Ölkühler und den Ölfilter nebeneinander statt hintereinander an. Der flüssigkeitsgekühlte Ölkühler aus Aluminium hält die Öltemperatur sehr wirkungsvoll auf niedrigem Niveau und trägt zur Gewichtseinsparung bei. Der großvolumige Luftfilterkasten verfügt über zwei große Ansaugluftöffnungen. Dadurch konnte der Kraftstofftank ohne negative Auswirkungen auf die angesaugten Luftmengen weiter nach vorne gesetzt werden. Darüber hinaus ermöglicht die Positionierung des Tanks an dieser Stelle eine hervorragende Fahrhaltung. Die Mikuni BDSR 40 mm Flachschiebevergaser sind mit einem Drosselklappensensor ausgerüstet, der eine hervorragende Gasannahme ermöglicht. Dieser Sensor verändert die Zündkurve basierend auf der Drosselklappenstellung und der Motordrehzahl. Auf diese Weise wird optimale Leistung über den gesamten Drehzahlbereich garantiert. Zur weiteren Leistungsverbesserung wurden die Trichter des Ansaugsystems neu entwickelt. Der Kraftstoff wird den Vergasern über eine elektrische Kraftstoffpumpe zugeführt. Die Krümmer der Auspuffanlage der R1 bestehen aus rostfreiem Stahl. Der Endschalldämpfer aus Aluminium ist mit einer Schicht aus Carbonfasern umgeben. Dies reduziert das Gewicht und sieht optisch gut aus. Der überarbeitete Exap-Auspuff zeichnet sich durch einen kompakten Fächerkrümmer aus und erlaubt eine extreme Schräglage des Motorrades. Das Fahrwerk mit den guten Lenkeigenschaften und dem kurzen Radstand sowie die voll einstellbare Federung macht aus der R1 eine präzise handzuhabende Sportmaschine, vergleichbar mit der YZF 600. Der Delta Box 2 Rahmen ist die konsequente Weiterentwicklung des bekannten Delta-Box-Rahmens. An Stellen mit hoher Belastung wurde der Rahmen verstärkt. An Stellen mit geringer Belastung ist die Konstruktion leichter geworden. Dies hat zu erhöhter Stabilität und weiterer Gewichtsersparnis geführt. Der Motor ist tragendes Bauteil des Fahrwerks und trägt wesentlich zur Gesamtsteifigkeit bei. Neuartige Steuerkopflage und Dichtungen verringern die Reibung und verbessern auf diese Weise das Lenkverhalten. Sowohl untere wie obere Lager weisen dieselbe Größe auf. Die untere Gabelbrücke ist aus geschmiedetem Aluminium hergestellt, ebenso der Steuerkopfschaft. Das bedeutet leichtgängiges Lenken bei niedrigem Gewicht. Die R1 ist mit einer 41 mm Kayaba Vorderradgabel ausgestattet, die einen Hub von 135 mm hat. Der Federweg insgesamt wurde verlängert. Dadurch behält das Vorderrad Bodenkontakt, wenn die Maschine aus der Kurve hinaus beschleunigt wird. Das Design ähnelt dem einer Grand Prix Rennmaschine. Die Gabeln sind mit externen Einstellmöglichkeiten für Federvorspannung, Zug- und Druckdämpfung ausgerüstet.
Eine neu entwickelte Gabeldichtung vermindert Reibung und verbessert die Dichtfähigkeit. Die R1 hat eine Hinterradaufhängung mit Umlenkhebeln. Der Stoßdämpfer, dessen Ölvorratsraum sozusagen Huckepack angeordnet ist, hat einen Hub von 65 mm und weist externe Einstellmöglichkeiten für Federvorspannung sowie Zug- und Druckdämpfung auf. Die Aluminium-Dreieckschwinge bringt offensichtliche Vorteile hinsichtlich Stabilität und Gewicht. Die Schwinge ist 582 mm lang und verbessert die Lenkstabilität bei 1395 mm kurzem Radstand. Das an der Schwinge montierte hintere Schutzblech hält Straßenschmutz vom Fahrer fern und sorgt gleichzeitig für ungestörte Luftzirkulation um Motor und Vergaser, da es diese Bauteile vor Turbulenzen schützt, die durch die Rotation des Hinterrades auftreten. Die Bremssättel der Vorderradbremse sind aus einem Stück gefertigt, besonders leicht und mit vier Kolben ausgestattet. Diese Ausführung ist leichter als die Bremssättel der YZF 1000, da einige Bauteile nicht mehr notwendig sind. Diese Verringerung der ungefederten Massen trägt außerdem zur besseren Lenkbarkeit der Maschine bei. Die beiden Vorderrad-Scheibenbremsen weisen einen Durchmesser von 298 mm auf. Der Bremssattel der Hinterradbremse ist ebenfalls aus einem Stück gefertigt und mit zwei Kolben aus Aluminium ausgerüstet. Die Bremssattelhalterung kommt ohne Zugstange aus. Die Yamaha-Ingenieure verwenden stattdessen eine Direktabstützung mit speziellem Profil. Die Hinterradbremsscheibe hat einen Durchmesser von 245 mm. Unbedingt DOT4 Bremsflüssigkeit beim Austausch bzw. Auffüllen der Bremsflüssigkeit sowohl beim Vorderrad- wie auch beim Hinterradbremssystem verwenden. Die aerodynamische Verkleidung der R1 vermindert den Luftwiderstand, verbessert die Höchstgeschwindigkeit und senkt den Kraftstoffverbrauch. Bis auf vier Stellen mit Schraubfestigungen werden überall Schnellspanner verwendet, wodurch das Abnehmen und Montieren der Verkleidung vereinfacht werden. Das neue Vorderradschutzblech ist aus einem Stück gefertigt, um Gewicht zu sparen. Die Heckverkleidung ist ebenfalls aus einem Stück gefertigt. Das elektrische System der R1 stellt eine völlig neue Entwicklung von Yamaha dar und vereint erstklassige Qualität mit höchster Leistungsfähigkeit. Sehen wir uns im Folgenden einen Teil dieses Systems sowie einige Bauteile an. Die R1 ist mit einer dreidimensionalen Transistorzündung ausgestattet. Die Zündeinstellung wird der Drosselklappenstellung und der Motordrehzahl angepasst. Die Output-Signale des Drosselklappensensors und Zündimpulsgebers werden vom Mikroprozessor verarbeitet. Dieser kann dann die präzisen Zündeinstellungen abhängig von der jeweiligen Umdrehungszahl ermitteln und einstellen. Wie schon zuvor erwähnt, verfügt die Maschine über einen Geschwindigkeitssensor, welcher auf der Getriebeausgangswelle die Anzahl der Zähne im sechsten Gang zählt. Das Signal des Geschwindigkeitssensors wird zur Weiterverarbeitung an die Zündanlage geleitet. Der Mikroprozessor rechnet die erhaltene Information in Radgeschwindigkeit um und leitet diese Daten dann an den Tachometer und die EXAP-Steuerung weiter. Das Ladesystem der R1 ist höchst leistungsfähig und dabei sehr kompakt gehalten. Die Lichtmaschine befindet sich auf der linken Seite des Motors und ist mit einem besonders leichten Rotor ausgestattet. Die wartungsfreie Batterie wird im Werk befüllt und geladen. In der Maschine liegt die Batterie auf der Seite. Sie hat eine Druckentlüftungsöffnung. Es gibt verschiedene EXAP-Öffnungsgeschwindigkeiten für zwei verschiedene Grundprogramme. Im ersten Programm, erster, zweiter, dritter Gang, wird das EXAP schneller. Im zweiten Programm, vierter, fünfter, sechster Gang, wird das EXAP langsamer geöffnet. Einen kompletten Schaltplan finden Sie im YZF R1 Service Manual. Dort sind unter anderem auch die Farbkodierungen der Kabel und genaue Lage der Teile nachzulesen. Um die Zufriedenheit des Kunden zu gewährleisten, sind vor der Übergabe verschiedene Punkte unbedingt zu beachten. Vorsichtiges Auspacken, exaktes Montieren und Einstellen und genaueste Übergabeinspektion sind unabdingbare Voraussetzungen, um den Kunden ein sicheres, zuverlässiges Motorrad zu garantieren. Vor der Montage sind die R1 Aufbauanleitungen und alle technischen, dieses Modell betreffenden Datenblätter zu Rate zu ziehen. Im nächsten Schritt
wird die Übergabeinspektionscheckliste Punkt für Punkt durchgegangen und so der erste Wartungsdienst durchgeführt. Als erstes sind Informationen bezüglich Modell- und Seriennummer gefragt. Tragen Sie alles sehr genau ein, Sie könnten es später brauchen. Tragen Sie auch die Nummer des Schlüssels für eventuellen späteren Bedarf ein. Folgen Sie nun wiederum Punkt für Punkt, soweit für die R1 zutreffend, den Anweisungen auf der Checkliste. Sehr wichtig ist, dass alle Schrauben mit dem angegebenen korrekten Drehmoment angezogen werden. Drehmomentangaben stehen in der Montageanleitung. Sobald die Anweisungen der Checkliste komplett abgearbeitet sind, kann mit der Übergabeinspektion begonnen werden. Diese Übergabeinspektion umfasst den größten Teil der Einstellarbeiten und Prüfungen, die vor der Übergabe der Maschine an den Kunden durchzuführen sind. Folgen wir den für die R1 erforderlichen Schritten. Hydraulische Bremsen vorne und hinten. Bremsflüssigkeitsstand im Hauptbremszylinder vorne und hinten überprüfen. Bremshebel und Pedal überprüfen und einstellen. Der Hebel für die Vorderradbremse kann in 5 verschiedene Positionen den Bedürfnissen des Fahrers entsprechend eingestellt werden. Dabei ist der Hebel in Position 1 am weitesten vom Lenker entfernt, in der Position 5 am nächsten zum Lenker. Die Hinterradbremse ist werkseitig bereits voreingestellt, kann aber nach Bedarf individuell nachgestellt werden. Die Bremsen sind unbedingt auf Funktion zu prüfen, wenn notwendig Bremsanlage entlüften. Das Motorrad ist auf eine waagerechte Stelle zu platzieren und aufrecht zu stellen. Den Kühlflüssigkeitsstand im Kühlmittelausgleichsbehälter überprüfen, der sich im oberen rechten Teil der Verkleidung befindet. Der Kühlflüssigkeitsstand muss sich zwischen den Minimum- und Maximum-Markierungen befinden, wenn nötig mit Frostschutz und destilliertem Wasser im Mischungsverhältnis 50 zu 50 auffüllen. Reifendruck entsprechend der Werksangaben regulieren. Den Tank mit Normalbenzin auffüllen. Die Mindestoktanzahl beträgt 91 Oktan. Überprüfen Sie das Spiel des Gasgriffs, des Gaszuges und die Funktion in allen Lenkpositionen. Das Gaszugspiel sollte zwischen 3 und 5 mm liegen, gegebenenfalls einstellen. Auch das Kupplungsspiel bedarf einer Überprüfung. Es sollte zwischen 2 und 4 mm betragen. Wie schon erwähnt, handelt es sich bei der Batterie der R1 um ein wartungsfreies Modell. Sie muss nicht nachgefüllt, wohl aber eventuell nachgeladen werden. Mit einem Ladegerät für wartungsfreie Batterien aufladen, bis die Spannung 12,5 Volt oder mehr beträgt. Beim Anschließen der Batteriekabel zuerst den Pluspol anklemmen. Beim Überprüfen des Motorölstands darauf achten, dass die Maschine aufrecht auf ebener Fläche steht. Der Ölstand muss zwischen dem Minimum- und Maximum-Markierungen im Schauglas liegen. Befindet sich gar kein Öl in dem Schauglas, ist von dem empfohlenen Motoröl so viel nachzufüllen, bis die Minimummarkierung erreicht ist. Anschließend Maschine starten und aufrecht stehend den Motor einige Minuten im Leerlauf laufen lassen. Motor abstellen und Ölstand nach einigen Minuten, erst wenn das Öl wieder zurück in das Kurbelgehäuse geflossen ist, wieder überprüfen. Der Ölstand sollte sich zwischen den Minimum- und Maximummarkierungen befinden, falls nötig Öl nachfüllen. Antriebskette. Überprüfen und sofern erforderlich einstellen. Wenn noch nicht geschehen, sollte jetzt das Motorrad auf geeignete Weise aufgebockt werden. Den Kettendurchhang in der Mitte zwischen den beiden Zahnrädern messen. Die Kette unbedingt nur an deren festeren Punkt nachspannen. Der Durchhang sollte zwischen 20 und 35 mm liegen. Um die Kette einzustellen, die Mutter der Hinterradachse sowie die Kontermuttern der Einstellschraube lösen. Die Einstellung wird durch Drehen der Einstellschraube im bzw. gegen den Uhrzeigersinn vorgenommen. Anschließend das Rad nach vorne drücken und die Mutter der Hinterradachse wieder anziehen, sowie die Kontermuttern der Einstellschrauben wieder festziehen. Darauf achten, dass beide Einstellschrauben gleich weit auf bzw. zugeschraubt sind. Vergasereinstellung. Motor starten und aufwärmen. Mithilfe des Drehzahlmessers den Leerlauf auf 1050 bis 1150 Umdrehungen pro Minute einstellen. Elektrische Bauteile. Einwandfreie Funktion folgender Bauteile überprüfen. Scheinwerfer. Zündung einschalten, Fern- und Abblendlicht überprüfen und nötigenfalls einstellen. Rücklicht.
darauf achten, dass beide Glühlampen funktionieren. Bremslicht. Vorderen und hinteren Bremslichtschalter auf Funktion überprüfen. Der Schalter für das hintere Bremslicht ist einstellbar. In falscher Position leuchtet das Bremslicht immer, wodurch die Batterie entladen werden kann. Die Einstellung ist dann korrekt, wenn das Bremslicht kurz vor dem Einsetzen der Bremswirkung aufleuchtet. Zum Einstellen ist der Schalter so festzuhalten, dass er sich als Ganzes nicht drehen kann. Dann die Einstellmutter so lange in die gewünschte Richtung drehen, bis das Bremslicht im richtigen Augenblick aufleuchtet. Blinker. Den linken und rechten Blinker betätigen und auf einwandfreie Funktion überprüfen. Auch auf das Aufleuchten der Kontrollleuchten achten. Informationsdisplay. Das Infodisplay der R1 weist verschiedene Funktionen auf, die wir im Einzelnen betrachten wollen. Digitaler Tachometer mit LCD-Display. Drehzahlmesser mit großer Analoganzeige. Kilometerzähler mit zweifacher Tageskilometeranzeige und Reserveanzeige. Digitaluhr. Ölstand und Motortemperatur Warnleuchte, Öl- und Wassertemperaturanzeige. Reservewarnleuchte. Blinkerkontrollleuchte. Fernlichtkontrollleuchte. Leerlaufkontrollleuchte. Außerdem befindet sich hier noch ein Set- und Reset-Modusknopf, der zum Einstellen der Uhr und zum Umstellen von einer Tageskilometeranzeige zur anderen dient. Nachfolgend kurz die Funktionsweise. Einstellen der Uhr. Beide Knöpfe Set und Reset gleichzeitig für mindestens 2 Sekunden drücken. Wenn die Ziffern der Stundenanzeige blinken, können die Stunden mit Hilfe des Reset-Knopfes eingestellt werden. Zum Einstellen der Minuten den Select-Knopf drücken. Wenn die Ziffern der Minutenanzeige blinken, können mit dem Reset-Knopf die Minuten eingestellt werden. Den Select-Knopf drücken, um die Uhr zu starten. Den Reset-Knopf drücken, um in den Odo-Modus Kilometeranzeige zu gelangen. Den Select-Knopf noch einmal drücken, um zwischen dem Odo-Modus Kilometeranzeige und den Tageskilometeranzeigern Trip 1 und Trip 2 zu wechseln. Wenn die Benzinwarnleuchte aufleuchtet, schaltet der Kilometeranzeiger automatisch in den Benzinreservemodus und zeigt die gefahrenen Kilometer ab dem Aufleuchten der Anzeige an. Um die Tageskilometeranzeige wieder zurückzusetzen, diesen Modus durch Drücken des Select-Knopfes auswählen und anschließend den Reset-Knopf wenigstens eine volle Sekunde gedrückt halten. Wird der Benzinreservemodus nicht manuell auf 0 zurückgesetzt, erfolgt dies automatisch, wie auch der Wechsel zur Tageskilometeranzeige Trip 1 und zwar nach dem Auftanken der Maschine und sobald anschließend sowohl mindestens 5 Kilometer und etwa 3 Minuten gefahren wurden. Bitte beachten, bei den Maschinen für die USA und für Großbritannien kann von Kilometer auf Meilenanzeige gewechselt werden, indem der Select-Knopf für wenigstens 2 Sekunden gedrückt gehalten wird. Motorausschalter auf korrekte Funktion überprüfen. Motor starten und Schalter betätigen. Der Motor muss ausgehen. Zum Schluss die Hupe betätigen. Probefahrt der Maschine. Korrekte Montage und Funktion aller wichtigen Teile überprüfen. Nach dieser Testfahrt ist die Maschine auf austretendes Benzin, Öl oder Kühlmittel zu untersuchen. Achtung! Vorsicht bei der Testfahrt! Neue Reifen sind glatt und müssen erst eingefahren werden. Weisen Sie auch den Kunden auf diese Eigenschaften neuer Reifen hin. Im Handbuch sind die genauen Einfahrvorschriften nachzulesen. Das Einführungsvideo ist jetzt abgeschlossen. Denken Sie bitte immer daran, dass eine sorgfältige Übergabeinspektion besonders wichtig für die spätere Kundenzufriedenheit ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.